Hallo zusammen und herzlich willkommen zurück zu Unforeseen Incidents. Ja, ich würde sagen, bevor wir uns hier um das Spiel kümmern, möchte ich doch die gute Nachricht verkünden, dass der Inventar-Bug schon wieder beseitigt ist. Eine kurze Mail an Backwoods Entertainment und schwupps war das Problem gelöst. Der Fehler war aber auch schon bekannt und die Jungs waren eh schon an der Lösung dran. Insofern, wir können uneingeschränkt weitermachen. Vielen Dank dafür, Tip-Top-Service, alles bestens. Weiter so, Jungs. Gut, also, wir stehen hier vor der Funkstation und wir haben gerade dieses Funksignal oder den Funkspruch abgeschaltet bekommen. Und das war eine Bedingung dafür, dass die gute Jervis mit uns oder mit Harper darüber redet, ihm diesen Kanister von der RHC mit dem Virus oder was auch immer das ist, auszuhändigen. Also gehen wir mal zur Hütte und gucken, ob die gute gesprächsbereit ist. Denn ihre Anforderungen haben wir doch erfüllt. So, gibt's hier noch irgendwas, was wir gleich direkt klauen können? Nee, ne? Die Eule. Die sagt bestimmt Finger weg oder sowas. Die Eulen sind nicht, was sie scheinen. Na gut. Jervis Überwood, Schreibmaschine. Reden wir mit ihr. Alles andere macht keinen Sinn. Hallo, Colonel. Hör auf, mich so zu nennen. Wie immer. So, haben wir's doch. Ich hab das Signal abgeschaltet. Gute Arbeit. Die Krankheit können wir vielleicht nicht aufhalten, aber ihre Fanfaren können wir stoppen. Das hast du wirklich gut gemacht. Tut mir leid, dass ich dir nicht eher getraut habe. Hier, nimm den Kanister. Vielleicht hätte ich dir das hier auch eher zeigen sollen. Oha. Eine Telefonnummer? Ich habe gelogen, als ich dir sagte, ich könnte dein Mädchen nicht finden. Das ist ihre Nummer. Halliwell? Ich muss sie anrufen. Und sie ist nicht mein Mädchen. Okay, wie auch immer. Du kannst mein Telefon benutzen. Danke, Colonel. Ich meine Rangerin Jervis. Aha. Naja, komm, war doch ganz Hallo? Nett. Hallo, Halliwell? Harper? Bist du das? Ich habe mir solche Sorgen gemacht. Wo steckst du? Mitten im Nirgendwo. Ich bin in einer Rangerhütte in Greystone Woods. Greystone? Wie bist du dahin gekommen? Mach mal das mal. Eine völlig durchgeknallte Parkrangerin hat mich gekidnappt. Heulsuse. Oh. Parkrangerin. Bleib, wo du bist. Ich hol dich ab. Hör zu, Halliwell. Ich glaube, ich weiß, wer hinter dem Angriff auf Yale Town steckt. Ich habe sogar die Sendestation gefunden, die das Funksignal übertragen hat. Die Sendestation? Das ist perfekt. Hast du Fotos gemacht? Fotos? Nein, aber ich habe ein altes Tagebuch gefunden. Kannst du nochmal hin? Wir brauchen jedes Beweismittel, das wir bekommen können. Ich kann's versuchen. Ich fahre jetzt von Port Nicola aus los. Treffen wir uns in 2 Stunden in der Rangerhütte? Okay. Harper, schön deine Stimme zu hören. Schön dich zu hören. Du brauchst Fotos, hm? Ja, ich... Nimm meine Kamera. Auf dem Film ist noch Platz. Ach, perfekt. Danke. Mach diese scheiß Kerle einfach fertig, okay? Jo. Gut, wir haben einen Plan. Was ist mit dieser Tür eigentlich? Die Tür ist verschlossen. Danke, Harper. Wenn du deinen Balken vermisst, kann ich dich jederzeit wieder fesseln. Nein, danke. Lieber nicht. Ach ja, jetzt weiß ich, welcher Raum das war. Na gut, also... Ich weiß gar nicht, ob das so gut ist. Da war ja eben schon Alarm. Wenn ich da jetzt nochmal hingehe, bestimmt passiert da irgendwas nicht allzu Schönes. Oh Gott! Was ist denn hier los? Oh oh. Hey! Wer sind Sie? Was machen Sie hier? Hallo, hallo. Ich räume nur ein wenig auf. Du musst der Bursche sein, der die Übertragung gestört hat. Und jetzt kehrst du zurück an den Schauplatz des Verbrechens. Anfängerfehler. Das hier. Den Schauplatz Ihres Verbrechens, meinen Sie? Du bist ein ganz schön keckes Bürschchen. Ach du Scheiße. Äh.
hochpokern. Bleiben Sie zurück! Ich bin bewaffnet! Ich habe einen Ihrer Viruskanister und ich werde nicht zögern, ihn einzusetzen. Weißt du denn, wie man ihn benutzt? Was war nochmal die Frage? Hast du dich je gefragt, wie sich das Fieber anfühlt? Ich... Was? So fühlt sich's an. Wenn du dann keine weiteren Einwände mehr hast, würde ich dir diesen schweren Kanister abnehmen. Wird langsam kalt? Ach du Scheiße. Ja, jetzt Kapitel 3 und die ganze Story nimmt kräftig Fahrt auf. Nicht schon wieder sowas. Ja, und es war doch das letzte Mal nur Zufall, dass ich das hinbekommen habe, oder? Also das Signal geht ja hier, also dieser Strich geht ja von hier aus. Das heißt, da können wir noch was machen. Nehmen wir das einfach mal so, das war schon richtig. Das nutzt jetzt mal gar nichts hier. Den Ordner haben wir verknüpft, okay. Jetzt den nächsten. Müssen wir dann doch so machen, ne? Aha. Wie kriege ich den denn noch dran? Den hier kann ich nicht über hier unten, den kann ich nur mit diesen in der Stellung bekommen. Ich glaube, so wird das was. Ja. Gehackt. BWET Talk Radio. Ihr hört Backwoods Radio. Hier sind Bobby und der Duke. Seit 2 Wochen rufen uns besorgte Hörer wegen des Yelltown-Fiebers an. Die mysteriöse Krankheit scheint sich weiter zu verbreiten. Wir haben jetzt Patrick Rancho, CEO der Rancho Health Corporation, live am Telefon. Mr. Rancho, hat die RHC die Kontrolle über die Situation verloren? Vielen Dank für die Einladung zum Gespräch, Bobby, Duke. Nein, die RHC hat die Kontrolle nicht verloren. Im Gegenteil, wir haben den hochansteckenden, unbekannten Erreger bisher sehr erfolgreich an der weiteren Ausbreitung gehindert. Yelltown, Arbutus Hill, jetzt Greystone. Wird es Zeit, dass die Menschen Port Nicola verlassen, Mr. Rancho? Eine Panik würde es erschweren, für die Sicherheit der Leute zu sorgen.
Unsere Ärzte und unser medizinisches Fachpersonal verzeichnen täglich Erfolge im Kampf gegen den Virus. Lügner. Sie arbeiten unermüdlich daran, Sie und Ihre Familien zu beschützen. Bitte bleiben Sie zu Hause und bewahren Sie Ruhe. Harper? Harper? Was ist hier? Ah, mein Kopf! Wo bin ich? In meinem Apartment in Port Nicola. Wir sind deinen Spuren gefolgt und haben dich draußen frierend vor dieser Funkstation gefunden. Rangerin Jarvis hat mir alles über diese Sekte erzählt. Endlich bist du wach. Gott sei Dank. Ich bin mir nicht sicher, ob sie damit etwas zu tun hatte, meine Liebe. Professor, er spricht. Gut, dass du wieder da bist, Harper. Was ist da draußen passiert? Ist sie Jarvis jetzt auch noch auf der falschen Seite? Ich muss sofort in ein Krankenhaus. Hier bist du sicherer. Wir können den Krankenhäusern nicht trauen, Harper. Ihr versteht nicht! Sie haben mich mit dem Yelltown-Fieber infiziert. Ihr dürft mir nicht zu nahe kommen. Yelltown-Fieber? Harper, du warst für ein paar Nächte fiebrig, aber du zeigst keinerlei Symptome des Yelltown-Fiebers. Aber dieser Sektentyp hat mit diesem Virusding auf mich geschossen. Dein Immunsystem hat einen kleinen Schlag abbekommen, aber du bist sicher nicht infiziert. Na, Gott sei Dank. Lass mich eine Blutprobe für ein paar Tests nehmen. Autsch! Okidok, ich rufe euch an, wenn ich die Ergebnisse habe. Mach dir keine Sorgen, Harper. Also, ist mit mir alles in Ordnung? Schnapp ein bisschen frische Luft. Das wird dich wieder auf den Damm bringen. Auf Wiedersehen, Miss Halliwell. Okay. Jetzt gucken wir mal, was Halliwell es hier so hat gibt. Die Artikel, die sie geschrieben hat, ausgedruckt. Angeberin. Stolz auf meine Arbeit zu sein, macht mich nicht gleich zu einer Angeberin. Guter Journalismus ist die letzte Bastion, die unsere demokratischen Freiheiten beschützt. Mhm. 7 geniale Wege, ihre Wohnung mit Brot zu putzen. Hey, die funktionieren. Nummer 5 wird dich umhauen. Ja, auf jeden Fall wird es die Demokratie retten. Eine kleine rote Lampe. Wofür ist die? Für winzige Prostituierte? Sie ist für meinen steifen Nacken, Harper. Die Arbeit am Laptop ist nicht so gut für den Rücken. Wie auch immer. Kann ich mir die Birne leihen? Wenn du glaubst, dass sie dir weiterhilft, nur zu. Was willst du damit? Ich werde es erfahren wohl. Ich vermute, hier habe ich die letzte Woche verbracht. Wo hat Halliwell geschlafen? Ich habe nicht geschlafen. Auch gut. Wie? Ich habe nichts außer dem Multitool und dieser roten Birne. Okay. Klamotten. Ich sollte mich mal umziehen. Ich habe seit Wochen die gleichen Klamotten an. Aber ich glaube nicht, dass Halliwell was in meiner Größe hat. Ich sollte nicht in Halliwells Sachen rumwühlen. Ach, wieso? Gut, hier drüben war nichts weiter, ne? Nein. Danke, dass du dich um mich gekümmert hast. Ach, McBride hat das meiste gemacht. Wie geht's dir? Alles okay. Nur mein Kopf bringt mich um. Vielleicht solltest du einen Spaziergang machen. Entspann dich ein bisschen. Hast du irgendwas über die RHC herausgefunden? Wer auch immer die Sendestation in Greystone in Brand gesetzt hat, versteht sein Handwerk. Es war nichts mehr übrig, als wir dort ankamen. Deshalb habe ich's die letzte Woche mit traditionelleren Recherchemethoden probiert. Aber dafür, dass sie ein riesiger Gesundheitsdienstleister ist, hinterlässt die RHC erstaunlich wenig Spuren. Oder hat sehr gute Anwälte. Mhm. Was ist die Verbindung zwischen RHC und dieser Todessekte aus Greystone? Schwer zu sagen. Rangerin Jarvis hat mir ein Telefongespräch mit deinem Freund Cardero organisiert. Cardero? Ich wette, er ist nach 2 Minuten ausgeflippt. Erst nach ungefähr 5. Er wollte helfen, aber wusste nichts über die Rancher Health Corporation. Denkst du, die Sekte kontrolliert die RHC? Das ist die furchterregende Option A.
Die RHC wurde von irgendeiner durchgedrehten Todessekte infiltriert. Und die furchterregende Option B? Die RHC wurde von der durchgedrehten Sekte aufgebaut. Ups. Gibt es eine beruhigende Option C? Nein. Ja, weil ich ging ja immer davon aus, dass die RHC eigentlich diese Sekte ist. Na gut. Wer hat bei der RHC das Sagen? Patrick Rancho. Ich konnte sein Geburtsdatum nicht herausfinden, aber er ist mindestens 60. Die RHC entstand 1992 durch eine Firmenfusion. Rancho hat seitdem das Ruder in der Hand. Kannst du ein Interview mit ihm bekommen? Die RHC... Sie ist wie ein kopfloser Oktopus mit 1 Million Tentakel. Ich habe jede erdenkliche Nummer angerufen und komme nicht weiter als bis zu den Praktikanten, die sich ums Kopieren kümmern. Hm. Weißt du noch etwas über Patrick Rancho? Nur, dass er keine Anrufe von neugierigen Journalisten mag. Es ist, als hätte MC Escher Ranchos Firmenstruktur entworfen. Egal, mit wem ich spreche, jeder reicht mich zu jemand anderem weiter. Und am Ende komme ich wieder bei der ersten Person raus. Perfekt, ja. Sollten wir die Leute nicht vor der RHC warnen? Nein, noch nicht. Die RHC ist zu einflussreich. Wenn wir den Menschen sagen, was wir gesehen haben, was uns irgendein bescheuerter Künstler gesagt hat, vermutlich würde man uns dann in Zwangsjacken stecken. Wir brauchen handfeste Beweise, bevor wir an die Öffentlichkeit gehen können. Okay. Wann können wir mit unserem Wissen über die RHC an die Öffentlichkeit gehen? Sobald wir handfeste Beweise haben. Wir können nicht riskieren, das zu früh zu machen. Ich glaube, ich habe genug über die RHC gehört. Okay. Das ist auch gut, aber ich glaube, den hat der Kerl mitgenommen. Habt ihr den Kanister mit dem Virus mitgenommen, als ihr mich gefunden habt? Kanister? Verdammt! Wahrscheinlich hat der Sektentyp ihn mitgenommen. Tut mir leid, Harp. Aber das Tagebuch, von dem du erzählt hast, hattest du dabei. Hier. Ich habe auch den Film aus der Kamera von der Rangerin genommen. Oh, gut mitgedacht. Ja gut, aber jetzt hat Harper natürlich keine Fotos gemacht, ne? Da kam er ja nicht zu. Hast du dir die Fotos von Jarvis schon angeschaut? Noch nicht. Sie hatte so eine altmodische Analogkamera. Der Film muss entwickelt werden, aber ich will sie den Leuten vom Fotoladen nicht in die Hände geben. Vielleicht bin ich übervorsichtig, aber auf dem Film könnte höchst brisantes Material sein. Nacktbilder vom Colonel? Ich meinte Beweismittel über das, was in Yelltown passiert ist, Harper. Oh. Oh, sowas aber auch. Hast du mal versucht, die Fotos von der Rangerin selber zu entwickeln? Ich war immer eine richtige Niete in Chemie. Du kennst dich doch mit technischem Zeug aus. Warum versuchst du nicht dein Glück? Ja, das war so klar. Ich? Auf keinen Fall. Wahrscheinlich zünde ich mich dabei an. Oh, hör schon auf. Hier ist der Film. Na gut, ich schaue, ob ich es hinkriege. Bis später. Oh, bevor ich's vergesse, nimm das hier mit. Ein USB-Stick? Was ist da drauf? Was Schmutziges? Ziemlich schmutzig, ja. Eine Hacker-Software, um Sicherheitsprotokolle zu umgehen. Nicht stark genug, um Mega-Verschlüsselungen auf RHC-Niveau zu knacken, aber vielleicht kannst du sie trotzdem gebrauchen. Hacker-Software? Nicht schlecht. Was so alles in dir steckt, Jane Halliwell. Ja, wie auch immer. Das ist super illegal, also verliere nicht im Bus. Da fällt mir ein, nimm die Karte hier. Nicht, dass du dich wieder im Wald verirrst. Na perfekt, dann kann's ja losgehen gleich. Ein Fahrrad wäre nicht schlecht, oder? Netter Korb. Kann mir gut vorstellen, wie Halliwell ihn mit Blumen vollpackt und dann so richtig Amelie-mäßig durch die Straßen radelt. Du weißt aber schon, über wen du hier sprichst, oder? Ein Flickzeugset für Fahrräder. Ich schnapp's mir, wenn Halliwell nicht hinsieht. Ich sehe vielleicht nicht hin, aber ich höre zu. Du redest ganz schön viel mit dir selbst. Naja, ich habe lange alleine gewohnt. Ein Plattenspieler. Professor McBride hätte seine Freude. Ich wette, ihr beiden Nerds konntet stundenlang über Dude Allison und Blind Billy Dingster reden, während ich im Koma lag. Du lagst nicht im Koma. Du hattest starkes Fieber. Und ich weiß, dass du absichtlich die falschen Namen sagst. Woher willst du das wissen? Es könnte auch ein Hirnschaden sein. Na. Okay, Fahrradpumpe? Ja. Oh ja, ich nehme die Fahrradpumpe mit. Ich kann mir keine Situation vorstellen, in der diese Pumpe nicht hilfreich wäre. Pft, pft, pft. Bist du immer noch hier? Kann mir viele vorstellen. Den Rucksack, den gibt's nicht. Ah, hier kommt noch eine Küche.
Halliwell hat eine Menge Geschirr. Sie lädt hier sicher gern mal zum perfekten Dinner. Ist das da oben ein Kochsieb? Was ist so falsch daran, die Nudeln direkt aus dem Wasser zu essen? Unglaublich. Also Kochkultur hast du auch nicht, Harper. Backpulver. Backpulver. Das zum Entwickeln braucht, glaube ich nicht, ne? So, hier ist nichts mehr. Halliwell hat eine Menge Geschirr. Du nimmst sie es lädt nicht, hier ne? sicher gern mal zum perfekten Dinner. Alles klar. Dann klauen wir nochmal Schminke und sowas. Davon muss es doch bestimmt eine Menge geben. Wasseranschlüsse im Haus. Was denken sich diese Eierköpfe als nächstes aus? Waschbecken, Toilette. Ich muss nicht. Hey, wie ging das, wenn ich musste, als ich krank im Bett lag? Ich werde nicht zu viel darüber nachdenken. Lass mal lieber, ja. Wäscheleine. Also das sieht aus, als würde das mein Fotostudio werden hier, ne? Also tauschen wir doch mal die Birnen aus. Okay. So, jetzt fühle ich mich wie im Bad eines Serienmörders. Spiegel, Wäscheleine, Duschkabine. Was kann die Karte denn? Stadtzentrum Hafen Universität, das hilft mir jetzt gerade nicht weiter. Flickzeug. Kann ich damit das Waschbecken verstopfen? Man kann vieles flicken. Das hier nicht. Irgendwie muss ich ja dieses Waschbecken dicht kriegen, glaube ich. Und Stopfen gibt's hier ja nicht. Den Film da reinlegen, geht das schon? Das kann ich nicht machen. Nein. Also ich glaube, ich muss erst noch ein paar andere Dinge finden, um überhaupt diesen Film entwickeln zu können. Und die suche ich mal in der Stadt. Tür, ein LKW. Stadtbibliothek. Vielleicht brauche ich erst ein Buch, das mir sagt, wie das überhaupt funktioniert. Diese E-Reader sind in einem schrecklichen Zustand. Sie riechen wie modriges Laub. Es kommt mir so vor, als sollte man hier drin ein Tweed-Jackett tragen. Okay. Bitte Ruhe. Keine Speisen oder Getränke, keine Mobiltelefone, nicht laufen, nicht tauchen, nicht ins Becken pinkeln. So ist es. Eine riesige Gebirgskette. Wenn ich sowas sehe, fühle ich mich richtig klein. Das muss der Supercomputer sein, der dieses Büchergefängnis betreibt. Sei gegrüßt, Megahirn. Können wir das Ding gleich hacken? Ich habe ihn verärgert. Ja. Damit gehe ich lieber vorsichtig um. Hey. Halliwell hat gesagt, er wäre illegal. Genau, schreis noch lauter raus. Du bist ja ein Held. Trisha, oh, hallo. Guten Tag, der Herr. Sturmhöhe, hast du es gelesen? Natürlich habe ich es gelesen. Oh, wie fandest du es? Toll. Zu viel Sturm. Zu viel Höhe. Wirklich? Viel zu viel. Ich meine, die ganze Zeit. Stürm, Stürm, Stürm. Ich wollte schon stopp das Gestürme schreien. Ich bin übrigens Trisha. Harper, schön, dich kennenzulernen. Mm. Warum stehen hier so viele Blöde Bücher Frage. Rum?
Das hier ist die öffentliche Bibliothek von Port Nicola. Hast du eine Lizenz für die ganzen Bücher? Brauche ich eine Lizenz? Brauchst du? Schätzchen, ich sollte die Bücher sofort mit rüber ins Revier nehmen. Nein, bitte nicht. Okay, okay. Aber lass sie wenigstens sterilisieren, sonst ist dir bald alles voll mit Prospekten. Der ist ein bisschen durchgeknallt heute. Ein bisschen flirten, genau. Kommst du aus Port Nicola? Ich bin für die Uni hergezogen. Eigentlich komme ich aus Maplewood. Port Nicola ist okay. Aber ich habe Heimweh, verstehst du? Ja. Yep. Ich komme aus Yelltown. Yelltown? Oh, das tut mir leid. Hast du Familie dort? Keine Familie, nur ein paar Freunde. Das ist so schrecklich. Du hast Glück, dass du hier bist, oder? Ja, wahrscheinlich hast du recht. Was studierst du? Alter Flirten. Englische Literatur im Hauptfach. Und du? Uff. Ich? Wow, nein, ich bin kein Student. Ich meine, ich war's mal. Für eine Woche oder so, vor Jahren. Also bist du so richtig alt? Ja, so richtig extrem alt. Ich mach mal ein Nickerchen in der Großdruckabteilung. Bitte was? Was ist das für ein monströser Computer? Das IBV? Das interaktive Branchenverzeichnis. Es ist ein Teil des Bibliothekprojekts zur lokalen Geschichte. Wofür kann man es verwenden? Du kannst alle Unternehmen und Institutionen aus Port Nicola in den letzten 30 Jahren durchsuchen. Ein paar meiner Freunde an der PNU haben daran mitgearbeitet. Ist aber ein ziemlich ödes Teil, um ehrlich zu sein. Aber das kann ich doch benutzen, um über die RHC ein paar Dinge rauszufinden. Kann ich das IBV benutzen? Klar, ich hab's nur ausgemacht, um Strom zu sparen. Der Knopf ist auf der Rückseite. Danke. Was hältst du von der RHC? RHC? Ich finde, sie leisten gute Arbeit. Ich meine, sie halten diese schreckliche Krankheit von der Stadt fern, habe ich recht? Naja, und was würdest du denken, wenn ich dir erzähle, dass die RHC den Virus verbreitet? Dann würde ich dir den Weg zur Selbsthilfeliteratur erklären. Ich muss los. Oh, willst du nicht noch ein Buch ausleihen oder so? Hm, vielleicht später. Cool, bis später. Ja, später nochmal hingehen und mit dem Mädel flirten. IBV? Das ist also das interaktive Branchenverzeichnis. Schauen wir mal rein. Ja, yep, das klingt nach einer guten Idee. Tja. Klingt ja erstmal langweilig, ne? Ökotech ist umgezogen. Spedition Logan, die gab's, die ist dann pleite gegangen. Verkehrsgesellschaft Port Nicola hatte hier noch einen Standort. Aha. Bayer Catering ist umgezogen. Il Capo. Öko-Keramik GmbH, was haben wir noch? Was bringt mir das? Ich guck's mir mal an. Print Address. Ich muss doch jetzt nicht ernsthaft. Ich habe was gedruckt. Wie futuristisch und nützlich. Ich habe irgendeine zufällige Adresse aus dem IBV ausgedruckt. Keine Ahnung, ob das mal für irgendwas nützlich sein könnte. Okay. Gute Frage jetzt. Eine Adresse irgendwo in Port Nicola. Dann mache ich das nicht mit allen weiteren Adressen, da werde ich ja kirre. Also, ich brauche dann wohl erst einen Hinweis. Dann macht das mit dem Computer hier Sinn, mit dem IBV. Jetzt gucken wir uns den LKW nochmal an. Spedition Logan D. Sieht aus, als hätte dieser Truck seit Wochen nichts mehr ausgeliefert. Okay. Sollte ich dann doch mal zu Logan D gehen, an die aktuelle Adresse vielleicht?
Die nehme ich mir mal mit. Ah ja, die gibt's ja nicht mehr. Da, das ist die letzte Adresse, die es von der Spedition gibt. Ich habe noch eine Adresse gedruckt. Sehr schön. Ich schmeiß die alte weg. Ja, mach das. Ein Ausdruck aus dem IBV mit einer Adresse drauf. Ich frage mich, ob das die Adresse des RHC-Lagers ist. Vielleicht, ja. Harper, Harper, so könnten wir weiterkommen. Also, jetzt gucke ich nochmal, was es hier in der Stadt noch gibt. Da oben wohnt die Halliwell. Hier ist geschlossen. Sieht geschlossen aus, aber ich sehe jemanden da drin. Ein Fotoladen. Hallo? Sorry, Bro, wir haben geschlossen. Wieso ist der Laden geschlossen? Schau dich um, Kumpel. Die Stadt ist tot dank dieser Seuche. Ich bekomme nicht mal mehr Warenlieferungen. Sie halten im Moment so ziemlich jede Lieferung nach Port Nicola auf. Ich würde mir die Haare ausraufen, wenn sie nicht so schick wären. Hm, du hast die Haare schön, okay. Warum werden die Lieferungen nach Port Nicola blockiert? Ich habe keine Ahnung. Ich denke mal, sie glauben, dass das Fieber so nach Yelltown kam. Das ist nicht richtig. Das Fieber kam nicht per Versandauftrag. Wie auch immer. Nur das absolut Notwendige kommt durch. Alles andere wird überprüft und überprüft. Und irgendein Sesselfurzer hat entschieden, dass klassisches Fotoequipment keine absolute Notwendigkeit ist. Was? Ich muss ein paar Fotos entwickeln. Auf analog umgestiegen, was? Fett. Ich weiß nicht. Da steht KF20 auf der Spule. KF20? Nein. Im Ernst? Warum? Was ist KF20? KF20 ist ein super seltener, großformatiger Film aus dem Zweiten Weltkrieg. Riesige Negative, 12 Zentimeter groß. Fantastisch für Landschaftsaufnahmen. Fett, dass du sowas gefunden hast. Lass mich mal hinten nachsehen, ob wir noch Entwicklersets haben. Tut mir leid, Bro. Ich habe nur noch das Ausstellungsmuster und da fehlt einer der Chemikalien. Kriegen wir hin. Backpulver? Welche Chemikalie fehlt denn? Die Entwicklerflüssigkeit. Die Entwicklerflüssigkeit ist wichtig, oder? Das ist sie, Bro. Ohne die kommst du nicht weit. Und du hast keine Entwicklerflüssigkeit mehr im Lager? Keine Chance, Bro. Es sei denn... Na, komm schon. Ja? Wenn du die Bilder wirklich entwickeln willst... Das will ich. Dann könntest du dir etwas Kaffee Null machen. Aha. Was ist Kaffee Null? Kaffee Null ist eine selbstgemachte Entwicklerflüssigkeit aus Kaffee. Deine Schnappschüsse werden nicht die schärfsten oder hellsten sein. Aber hey, hausgemachter Entwickler. Wie mache ich Kaffee Null? Du ziehst es durch. Cool. Nimm etwas Instant-Kaffee. Keinen frischen, keinen entkoffeinierten, Instant. Hau ein bisschen Backpulver rein und boom, selbstgemachte Entwicklerflüssigkeit. Füg noch ein bisschen Vitamin C hinzu, sonst dauert es Stunden, bis der Film entwickelt ist. Instant-Kaffee, Backpulver und Vitamin C. Klingt einfach. Yep. Hier, nimm das Entwicklerset. Du wirst es brauchen, sobald du das Kaffee Null fertig hast. Danke, Mann. Gut. Bis später. Hau rein, Bro. Dann war das ja nochmal sehr sinnvoll, hier anzuklopfen. Und dann wissen wir jetzt, was wir beim nächsten Mal machen. Wir probieren die Fotos zu entwickeln, aber müssen dann noch den Instant-Kaffee und Vitamin C besorgen. Gut, also, dann hören wir an der Stelle auf und ich sage danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Euer Matze.